Wenn Sie einen Nagel irgendwo reinschlagen wollen, dann nehmen Sie vermutlich einen Hammer. Wenn der Nagel aber wesentlich größer ist, so wie der hier 40 Meter in den Meeresboden rein muss und dann auch noch eine Windkraftanlage tragen soll, dann brauchen Sie einen wesentlich größeren Hammer. Moin moin zu Schleswig-Holstein, 18 Uhr. Wir sind heute in Kaltenkirchen, denn hier baut und entwickelt die Firma Menck mit die größten hydraulischen Rammhammer der Welt. Und man sieht schon, hier ist alles ein bisschen größer. 135 Menschen arbeiten beim Mittelständler Menck. In Kaltenkirchen und überall auf der Welt. Denn die Hämmer sind so groß, dass die Techniker sie oft erst kurz vor dem Einsatz zusammenbauen können. Und die Dimensionen dieser Rammhämmer, die kann man zumindest schon mal grob erahnen, wenn man sich nur die Antriebseinheit eines mittelgroßen Menck-Rammhammers anguckt. Eine hydraulische Einheit, die nachher den Rammhammer antreibt. Nils Raab ist hier im Vertrieb bei Menck. Moin. Moin. Wir stellen uns folgende Situation vor. Wir sind offshore, haben einen großen Eisenpfahl, der in den Meeresboden rein soll, weil da später eine Windkraftanlage drauf installiert werden soll. Was machen Sie jetzt, damit das hält? Was wir machen, ist eigentlich, wir liefern diesen Hydraulikhammer, der letztendlich mit mehreren tausend Schlägen diese Stahlröhre in den Meeresboden Zentimeter für Zentimeter reinschlägt. Das sieht in der Praxis dann so aus, dass, also das ist ein realistisches Szenario, der Monopfahl steht im Boden, ist mehrere Meter durch Eigengewicht in den Meeresboden reingesackt und dann kommt diese Ramme hier oben drauf, das ist eine Hydraulikramme. Funktioniert eigentlich wie folgt, dass durch diese hydraulische Einheit, die wir im Hintergrund sehen. Das ist jetzt nur dieses Stück, was wir hier in Originalgröße sehen, dann nur dieser kleine obere Teil. Das ist die hydraulische Einheit. Die zieht das Rammgewicht, was hier in der Mitte läuft, nach oben. Dieses Rammgewicht wird durch die hydraulische Einheit A beschleunigt und fällt natürlich selber durch Eigengewicht nach unten. Und diese Krafteinleitung geht von dem Fallgewicht über den Envil, den sogenannten Amboss, in den Fall rein. Und das passiert bei der Installation eines Monopfahls mehrere tausend Mal, sodass wir dadurch den Pfahl durch mehrere tausend Schläge in den Meeresboden eintreiben. Das klingt jetzt ziemlich beanspruchend für das Material. Geht sowas kaputt? Sowas geht kaputt. Das ist eigentlich die große Herausforderung für uns, dass wir dieses Equipment immer wieder warten müssen und sicherstellen müssen, dass wenn wir während der Installation ein Wetterfenster haben, wo wir die Installation durchführen können, das Equipment auch hundertprozentig einsatzbereit ist. Das heißt, es darf wahrscheinlich einfach nicht kaputt gehen, weil das dann noch teuer wird, ne? Für das ganze Projekt. Alles verzögert sich oder wie muss man sich das praktisch vorstellen? Darf nicht, ist vollkommen richtig, kann natürlich immer passieren, aber wie gesagt, das ist unsere große Herausforderung, auf den Punkt die Leistung bereitzustellen. Und in der Praxis sieht das Ganze auch ziemlich beeindruckend aus. Auf sogenannten Errichterschiffen, wie hier im vergangenen Jahr vor Sylt, kommen die Rammhämmer zum Einsatz. Die Fundamente für die Windkraftanlagen wiegen hunderte Tonnen und müssen fest im Meeresboden stehen. Ein gelber Hammer aus Kaltenkirchen sorgt dafür. Tag und Nacht. Denn Schiffe und Personal sind teuer. Der Hammer muss funktionieren. Sonst drohen Strafzahlungen. Außerdem muss jeder Pfahl nach 140 Minuten im Boden sein, damit der Schall für Meeresbewohner nicht gefährlich wird. Nach den Einsätzen in der rauen Umgebung reparieren und warten die Techniker in Kaltenkirchen. Die Einzelteile machen die Hämmer fit für den nächsten Einsatz. Irgendwo auf der Welt. Fast alle Ersatzteile sind auf Lager, damit die 35 Hämmer im Verleih einsatzbereit bleiben. Wenn dann aber draußen auf hoher See doch mal was kaputt geht, dann sind Techniker von Menck immer dabei, um das zu reparieren. Und zwar auch mit riesengroßen Werkzeugen. Sowas kennen Sie von zu Hause. Das ist ein 24er Ringschlüssel. Und mit sowas arbeiten die Menck-Leute offshore. Die Techniker fahren aber auch noch mit raus, um die großen Rammhämmer zu bedienen. Offshore immer dabei, gelbe Seekontainer, die Motoren für die Hämmer. Dieselaggregate treiben Ölpumpen an, im sogenannten Powerpack. Im Steuerstand können die Techniker einstellen, wie viel Öl zur Antriebseinheit des Hammers fließt, wie schnell und wie stark die Schläge sind. Und René Hafemeister ist Servicetechniker bei Menck. Wir nehmen mal an, wir sind offshore und ein Pfahl soll in die Erde. Von hier aus würdet ihr den Hammer steuern. Was macht ihr, damit der Pfahl in die Erde kommt? Wir gehen mal auf 500 Kilojoule bei 50% des möglichen Oilflows.
Da haben wir die Möglichkeit, in Sequence zu gehen. Das ist der Normalfall, wenn der Pfahl gerammt wird. Okay, wir sehen jetzt hier auch genau, was passiert. Das Gewicht geht immer hoch, fällt wieder runter und dann gibt es die entsprechende Kraft auf den Pfahl. Richtig. Zusätzlich können wir halt jeden Sensor sehen, Wasserstände, Öldruck, unsere Motoren, ob die zu 100% laufen und könnten im Notfall bei Ölverlust, bei jeder kleinsten Ölmenge sofort den Not ausdrücken. Da sind nur immer Menk-Leute mit vor Ort. Kann das keiner vor Ort? Ist das Equipment so speziell oder warum fahrt ihr mit raus? Wir sind speziell geschult auf unser Equipment. Das kann kein anderer. Das alles sind übrigens Entwicklungen, die kommen hier direkt aus Schleswig-Holstein, nämlich aus der eigenen Entwicklungsabteilung von Menk. Dafür, dass die Hämmer in der Realität funktionieren, sorgen 35 Ingenieure in Kaltenkirchen. Sie tüfteln an neuen Modellen, entwickeln neue Komponenten. Außerdem müssen sie immer bedenken, dass Techniker die gelben Riesen möglichst einfach zusammenbauen können. Denn der größte Hammer wiegt mehr als 300 Tonnen, kann vor dem Einsatz nur in Einzelteilen angeliefert werden. Die Firma entwickelt alle Teile selbst. Auch die Steuerelektronik und die Computersoftware sind made in Schleswig-Holstein. Und Lars Marquardsen, der ist Ingenieur in der Hammerentwicklung. Inwieweit haben sich die Herausforderungen an Sie verändert, wenn man sich auch anguckt, dass die Windkraftanlagen ja immer größer werden? Inwieweit muss sich da auch der Hammer weiterentwickeln? Ja, traditionell kommt Menk ja in der Rammerei aus dem Öl- und Gasgeschäft, wo viele vor 10 Jahren ungefähr noch in Größenbereichen von 3 Metern gerammt worden sind. Jetzt sind wir in Bereichen von 6,5 Metern. Das sind natürlich enorme Anforderungen an das Gerät. Da sind wir am Limit, was überhaupt fertigbar noch ist in den Schmieden, in den größten Schmieden dieser Welt, die in Asien sitzen. Ist das einfach nur, man baut das Ding größer, was man sowieso schon hat, oder müssen Sie da auch noch viel Entwicklungsarbeit reinstecken darüber hinaus? Nein, da steckt natürlich ein enormer Entwicklungsaufwand dahinter, diese Kräfte, diese Massen überhaupt sinnvoll führen zu können. Das sind große Metallmassen. Unser Fallkörper im großen Hammer hat eine Masse von 175 Tonnen, der auf eine Schlaghaube schlägt mit einer Masse von 187 Tonnen. Das sind enorme Kräfte, die dort freigesetzt werden, die kontrolliert geführt werden müssen. Das ist eine maschinenbauliche Herausforderung, diese Systeme so zu führen, dass die Kräfte sinnvoll an den Pfahl weitergegeben werden. Andererseits würde sich das Gerät selbst zerstören. Nun werden die Hammer dadurch, dass die Windkraftanlagen größer werden, immer größer, aber auch lauter. Wie schwierig ist es dann noch, die Schallschutzemissionen zum Beispiel zum Schutz von Schweinswalen einzuhalten? Und was tun Sie dagegen? Da betreibt Menk oder hat Menk in Eigenregie den kleinen Blasenschleier entwickelt. Das ist ein System, was um den Pfahl herumgelegt wird. Das sind luftgefüllte Schläuche, wo mit hohem Druck Luft durchgetrieben wird und dass sich ein sogenannter Luftblasenschleier um den Pfahl herum ausbreitet und den Schall sozusagen minimiert, der dort weiter ausgebreitet wird. Wo geht der Trend hin? Was glauben Sie, wird es irgendwann noch größere Rammhämmer geben? Die Anforderung des Marktes ist ganz klar, ja, in diese Richtung. Wir in der Industrie müssen noch gucken, was sinnvoll noch erreicht werden kann. Und das ist natürlich für die Zukunft die spannende Herausforderung. Für die Hammerbauer aus Kaltenkirchen wird die Windkraftbranche immer wichtiger. Vor 10 Jahren haben Menk Hämmer fast ausschließlich Pfähle für Öl- und Gasbohrplattformen gerammt. Inzwischen macht das Unternehmen 30% seines Umsatzes mit Arbeiten für Windkraftanlagen. Sollten die Hämmer in Zukunft noch größer werden, passen aber auch die Einzelteile endgültig nicht mehr auf die Straßen. Menk arbeitet in einem internationalen Geschäft. Ob Spezialschiffe, Material oder Fachpersonal, wenn die mehr als 100 Meter hohen Anlagen im Meer aufgebaut werden, sind Experten aus der ganzen Welt dabei. Wegen der enormen Kosten engagieren die Generalunternehmer nur Firmen, denen sie vertrauen und die sich beweisen. Und Fabian Hippe ist Geschäftsführer bei Menk. Herr Hippe, wie schwierig ist es auf diesem internationalen Markt für Sie zu bestehen als Unternehmen aus Schleswig-Holstein, aus Kaltenkirchen? Für den Außenstehenden mag es sicherlich schwieriger sehen, gerade mit dem Spezialgeschäft, das wir hier gestalten. Allerdings haben wir weltweit nur einen einzigen Konkurrenten gegen uns oder mit uns agierend auf dem Weltmarkt. Von daher ist die Position eigentlich recht lukrativ und interessant. Wie schaffen Sie das denn? Wir sind tätig auf dem kritischen Pfad in allen Installationen, die wir tätigen. Das heißt, sofern unsere Geräte nicht laufen, wird auch nichts produziert.
Da spielt eine große Historie mit rein, große Erfahrungswerte, die über viele Jahre entwickelt werden müssen. Und diese Erfahrungswerte werden anerkannt in der Industrie, um eben ein solches Gerät in den Markt reinzubringen oder auch Akzeptanz dort zu finden. Nur ist gerade die politische Situation, was Offshore-Windenergieausbau angeht, nicht so besonders eindeutig, was die Ausbauziele angeht. Wie sehen Sie denn die Zukunft für Ihre Firma? Die Ausbauziele sicherlich sind erstmal rudimentär definiert worden mit 6.500 Megawatt bei 2020. Rechnet man das runter allerdings auf eben Turbinenleistungen, die bereitgestellt werden müssten, so müssten wir mehr Turbinen pro Jahr und somit mehr Fundamente pro Jahr installieren, als was wir in den letzten Jahren bewerkstelligt haben. Und das nur im deutschsprachigen Raum oder in deutschen Gewässern. Ich sehe ganz positiv deswegen in die Zukunft. Alles klar, dann weiterhin alles Gute. Das war's von Schleswig-Holstein 18 Uhr bei der Firma Menck in Kaltenkirchen. Und für Sie haben wir jetzt noch das Wetter.